Ach, guten Morgen. Wir haben doch gesagt, wir treffen uns erst am Ach, Sonntag. ist heute doch gar nicht Sonntag. Nein, ist noch nicht Und wir sind Sonntag. auch gar nicht 18 Uhr und gar nicht live bei YouTube. Was ist denn los hier? Ich Verrückt. habe mir aber heute Morgen schon ein schönes Wochenende angehört. Den Das ist wunderbaren schön. Podcast, Ja. wo du übrigens am Ende auch gesagt hast, dass du das total schön fandst, YouTube live zu machen. Und das heißt, du Ja. freust dich, glaube ich, auch auf morgen 18 Uhr. Ja, ich mache das gerne. Ich finde das nett. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen K-Ray irgendwann im April mal mit dazu holen. Und so weiter. Das machen wir dann auch. Und ja, aber was könnten wir so reden am frühen Morgen? Was gibt es denn für neue? Gibt es denn neue Reality-Formate? Geht es denn endlich los? Wie hieß nochmal dieses eine Ding, wo wir die ganze Zeit drüber geredet haben? Irgendwas mit getrennt oder so. Prominent getrennt. Ja, wobei das immer so, das ist ähnlich wie bei Ich bin ein Star, also somit auch mit Prominent, also wer ist schon prominent? Also ist Thomas Gottschalk, Günther Jauch, sind das Prominente? Oder ist es am Ende eine Valentina und ich weiß nicht, sind das Prominente? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, es zählt dann immer es ist wie in der Politik, es zählt die Blase. Also es zählt die eigene Blase. Und ich glaube, innerhalb dieser eigenen Blase sind die ja irgendwie zumindest bekannt. Also man sieht das ja zum Beispiel an so Themen wie, wenn du guckst, ne, dass wir beide unwichtigen Vögel, der eine ein sogenannter Journalist und der Nein, andere jetzt ein sag alter das doch nicht Mann. immer. Ich bin das gar nicht. Das schiebt man mir nur unter. Genau, der andere, ein Mann mit einem Gucci-Skandal. Aber du siehst das ja, wenn wir uns dann einfach so aus mehr oder minder für unsere paar Freunde uns darüber unterhalten, was das dann plötzlich in dieser Blase sozusagen für eine Wichtigkeit bekommt und dass es wirklich Menschen gibt in dieser Blase, die dann glauben, das hätte irgendeine Relevanz, also irgendeine Relevanz, irgendwo auf der Welt, irgendwo. Hat es ja gar nicht. Das ist ja Quatsch. Also, es ist so, es gibt vor allem einen neuen zweiten YouTube-Kanal von unserem guten Freund Mike. Ah. Der übrigens heißt Behind the Seas. Also, Ich glaube, versteht. das ist ein intellektueller Fehler. Ja, denn dieser Kanal hat auch erst 200 Abonnenten und seine Backstage-Videos haben jetzt knapp 80 Abrufe. Also, das hält sich noch im Rahmen. Denn es ist so, er hat jetzt. Als er aber prominent getrennt war, Ende letzten Jahres, da sagt er, er hat heimlich überall gefilmt, in der Unterkunft und wo er da überall war. Und es gibt zwei Versionen dieses Videos. Einmal auf seinem offiziellen YouTube-Kanal, da gibt es dieses Video, da kommentiert er das dann auch nochmal, was er da schon filmt. Also er kommentiert sich selber sozusagen. Ja, und dann gibt es einfach nur die nackten Videos, die gibt es auf diesem Zweitkanal. So. Sag mal, entschuldige mal ganz kurz, dass ich dich unterbreche. Ich bin ein bisschen langsam. Ich muss dann nochmal. Also er hat ein Video aufgenommen und dann kommentiert er sich selber in seinem eigenen Video. Ja, und das Pass gibt es auf auf, dem pass Hauptkanal, auf. ja. Mörder, Mördergeschäftsidee. Oder? Mördergeschäftsidee. Was wir machen, ist Folgendes. Also nicht wir, aber die Mördergeschäftsidee. Wir hatten ja neulich mal dieses Thema aus den 70er Jahren mit Harry S. Morgan und so. Ne? Jetzt stell mal Ja. vor. Man dreht also praktisch einen Sexfilm Ja. und dann nimmt man diesen Sexfilm und guckt ihn sich nochmal an und erklärt nochmal, was man macht. So, das ist meine Frau, ich drehe sie jetzt um, jetzt von hinten nehme ich es, weißt du? Das ist ja Ja. toll, das ist ja praktisch doppelt erotisch mit Storytelling und allem. Das ist, glaube ich, eine Riesenidee. Sich selber filmen und das dann zu erklären, was man getan hat, finde ich, ist ein ganz großes Ding. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden uns Conny Dachs hier reinholen Ja. in dieses Dings und er würde seine ersten Filmchen aus den 80er Jahren mit uns kommentieren. Ja, Was er sich damals so gedacht hat, das wäre grandios, genau. das, Wie das schafft ist. man das, dass das Ding die ganze Zeit hoch ist? Wie kommst du Ja. mit den Haaren klar und so? Das ist total spannend, finde Das ich, ist ja. eine Marktlücke. Ich glaube, sowas Ja. gibt es auf YouTube noch nicht. Und die Dialoge dazu, ne? Warum habt ihr denn da gesagt, hallo, ich bin der Rohrverleger, ich habe hier ein strammes Rohr dabei? So. Wie kommt man auf die Texte? Wer hat die geschrieben? Was ist der intellektuelle Hintergrund dafür? Gab es am Set Streitigkeiten? Was wurde gegessen? Ist es wirklich wahr, dass vor Pornofilmen jeder Darsteller erstmal einen Apfel essen muss? Und so weiter und so fort. Genau, und vor allem kein Spargel. Also. Ich hörte zumindest davon, das sei Entschuldigung, unangenehm. ich bin jetzt abgeglitten sozusagen ein bisschen. Das tut mir leid. Im Es ist wahrsten mir Sinne des Wortes. entglitten. Aber ist es so, pass auf, bevor wir gleich zu diesem Tourtagebuch, also es ist eine Art Tourtagebuch oder Produktionstagebuch, was er da gemacht hat, bevor wir da gleich zu kommen, du kannst dich erinnern, vor etwa einer Woche oder zwei, als wir angefangen haben damit, da hast du in einem wunderbaren Augenblick, hast du ja den Herrn Zies ein wenig parodiert und nachgemacht. Kannst du Es dich tut mir erinnern? leid.
Das ist nicht gut angekommen. Also, das hätte Ja, ich nicht machen sollen. jetzt Das ist gibt so, als es. ob ich mich lustig gemacht hätte Genau. über ihn. Das ist gar nicht wahr. Ich habe mich über das Produkt probiert, mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Ja, pass auf, jetzt gibt es aber andere YouTuber, die tun das auch. Die parodieren ihn, Nein. die machen ihn nach. Und zwar richtig mit Vollbart, mit Käppi und mit Nein. Hoodie. Ja. Und zwar, pass auf, kennst du Michael heißt der, glaube ich. Der war mal, glaube ich, auch bei Promi Big Brother, das weiß ich gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall war der bei Astro TV mal Kartenleger. Und somit ist das ja schon wieder dein Metier irgendwie. Und der macht aber auch Reality, ich kommentiere Reality auf YouTube. Ich Hab den liebe ihn Kanal auch jetzt. erst gestern gesehen, das Ja, erste ich kenne Mal. ihn nicht, ich liebe ihn aber, ohne ihn zu kennen. So, und ist es so, ich habe mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Okay. Mike-Video, denn es gab schon ein erstes Behind-the-Scenes-Video, wo er auf dem Weg zum Flughafen war, wo er über die ganzen YouTuber ablästert, wie schrecklich die alle sind, und da erwähnt er diesen auch. Und danach schauen wir uns den Ausschnitt von gestern an, wo er Mike nachgemacht hat. Und ich muss sagen, sehr lustig. Ich bin gespannt, ob du gleich noch am Tisch sitzen kannst vor Lachen. Wir schauen da jetzt einmal rein. YouTubern, die sich da nur die Taschen voll machen und euch Freundschaften und Ehrlichkeiten vorgaukeln. Die sind selber zu sich nicht ehrlich, sind zu den anderen YouTubern nicht ehrlich und machen einfach schlechten Content. Allein die Videoqualität von denen teilweise. Wobei Ramon Wagner hat da noch ein gutes Mikrofon, aber das, was Michael macht, Alter, da kannst du auch eine Blechdose reinsprechen. Naja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin auch ein bisschen pisst auf diese YouTuber, aber ganz ehrlich, tangieren mich nicht. Also die haben auch keine lange Lebenshaltbarkeit in YouTube, weil irgendwann ist das ausgelutscht, interessiert keine Sau mehr. Und guckt sich dann auch keiner mal an. Guckt doch mal die Zahlen von denen an und guckt euch mal Content an von Leuten, die wirklich was kreieren. Deswegen, ich mache einfach weiter, ich lasse mich nicht aufhalten. Und ich habe eine ganz tolle Community in Telegram, in Instagram, in WhatsApp und so. Also der Rest kann mich mal. Achtung. Ich sag euch jetzt, was in Südafrika passiert ist. Nach einem Spiel, was ihr in der Sendung sehen werdet, wurden mir die Hände gefesselt. Ich bekam einen Knebel in den Mund. Mir wurde ein Sack über den Kopf gestülpt. Ich bekam Elektroschocks und wurde abtransportiert. Gefühlt Stunden später saß ich dann einer Frau der Produktion gegenüber. Du hast uns gegenüber gesagt, du zeigst Besserung und Einsicht. Das hast du ja bereits beim Promibüßen nicht gemacht, Ekim. Deshalb nochmal hier der Appell von uns, denn sonst müssen wir zu ganz anderen Mitteln greifen. Wir drehen ja nicht umsonst hier in Südafrika, weil da könnte ja bei einem Spiel auch mal ein Hippo kommen oder zwei oder ein Löwe und eine Löwin. Und dann bist du weg. Ich möchte dich daran erinnern. Wir haben letztes Jahr schon mal probiert, im Sommerhaus der Menschheit einen Gefallen zu tun, indem wir Valentina nicht richtig gesichert haben. Die hat's aber gemerkt. Und ich garantiere dir, dieser Fehler passiert uns nicht ein zweites Mal. Ich werde alles öffentlich machen. Das werden Millionen klicken, das wird viral gehen, das Video, ja. Also nur, ich werde alles auspacken, ja. Dann könnt ihr könnt nämlich einpacken hier bei C-Point, ja. Könnt ihr einpacken, packen. Dass du es immer noch nicht schnallst. Ich bin das Opfer. Opfer, ich. Ich bin nicht der Narzisst, ich bin das Opfer. Ja. Sehr lustig, muss man jetzt ehrlich sagen. Und ja, und die Quintessenz ist, er ist das Aber jetzt noch mal Opfer. ganz kurz, dazu muss man jetzt mal sagen, fachlich, ne? Entschuldigung, ich muss, also fachlich, handwerklich, ne? Hat, also macht dieser andere Mann das fast besser als das Original, das muss man sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, der macht das wirklich gut. Also jetzt mal handwerklich rede. Ich habe ja total rumgefuscht und habe ein bisschen mich lustig gemacht über die Qualität der Aufnahme. Aber der Mann hat sich ja richtig Mühe gegeben und ich muss sagen, ich finde das handwerklich total sauber und ich glaube,
Solange die eine Seite liefert, kann die andere Seite auch abholen. Das ist das Olli-Pocher-Prinzip. So nennt sich das in der Industrie, in der Unterhaltungsindustrie. Britney Spears ist betrunken und rasiert sich den Kopf. Danach macht Pocher sich drüber lustig. Das ist genau das Prinzip, was hier gerade passiert. Da ist der eine, der macht skurrile Sachen und der andere macht sich drüber lustig. Das ist Handwerk, das ist sauber und ich muss sagen, ich finde es interessant. Ja, so, siehst du. Und da sind wir mal gespannt. Und wir sind ja noch nicht mal bei der ersten Folge des Formates, was am kommenden Mittwoch ja startet. Wer weiß, was das alles noch für Ausmaße annehmen Kann wird. ich mal ganz kurz nochmal den Ja. Anfang sehen von dem Original? Dieses Kleidungsstück, was das Original da trägt, tut so, als wäre es ein Louis Vuitton-Kleidungsstück aus der Louis Vuitton-Slash- oder X-Supreme-Kollektion. Okay. Extrem. Also kostet heute, wenn du es kaufst, zwischen 5.000 und 7.000 Dollar. Ja. Kostete damals nicht ganz so viel, damals glaube ich 1.200. Das Fake-Produkt erkennt man an den Kordeln und an dem Ausgang aus dem Hoodie, an die Kordeln. Da sieht man, das ist ganz billiges Werk. Und an den Kordeln dran ist normalerweise, das kann ich dir hier auch im Original zeigen, wenn es dich interessiert. Ich meine, Ja, definitiv. Ich als Modeexperte, ja. So, pass auf, ich gucke mal nach, ob ich das hier für dich kurz finde. Oh, jetzt wollen die dann immer, dass man zu einer weiter zur App und so weiter. Nerv mich doch nicht mit der Scheiße. Wir wollen doch nur das Bild. Oh, jetzt muss ich da irgendwo reingehen. Das ist vielleicht nervig. Warte, abgemeldet bleiben. Kann man das hier sehen? Ja. Man kann es nicht so. Ich kann es mal ganz kurz in die Kamera Ja. zeigen. Wenn du oben im Kapuzenbereich guckst, wenn man ganz genau hinguckt, dann siehst du, da sind so Metalldinger, die man hoch und runter ziehen kann, die Kordel sozusagen festzumachen. Daran erkennt die ist natürlich, dass die Billigkopie kann sich das nicht erlauben, sowas zu machen, weil das kostet einfach zu viel Geld. Insofern, da hat irgendjemand, und da muss ich jetzt mal sagen, das ist Zeit für eine neue Sendung, denn ich wurde von meinem Klamottenhändler betrogen. Was Dies natürlich Drecksau am Ende bedeutet, werde ich fertig machen. Ich werde diese Drecksau fertig machen. Ich werde meinen Freund Boris fragen, Gucci Boris, dessen Geschichte ich falsch wiedergegeben habe, werde ich fragen, was denn die Scheiße soll, dass man mir das angedreht hat. Dieses Fake-Teil. das bedeutet aber am Ende, du unterstellst ihm, dass er nichts davon wusste, dass es fake ist. Aber vielleicht täuscht er auch nur die Community und die Zuschauer. Nein, das Nein? würde Okay. der, das glaube, nein, der ist ein ganz anständiger Junge, da ist jemand zu ihm gekommen und hat gesagt, pass auf, du, ich habe hier eine Riesennummer für dich, normalerweise 5.000 Dollar, für dich 12 Euro. Und dann muss man ja nicht nachdenken darüber, was da, sondern dann weiß man, das ist das geilste Teil, man hat einfach nur super Freunde, die einem geholfen haben, dieses super Teil zu besorgen, ganz einfach. Das ist die mit diesen Dior-Schuhen, die kosten normalerweise 2.500, die kriegst du bei eBay für 150. Hat 2 Sohlen weniger und riecht ganz anders und kommt aus deutlich in einer ungesunden Produktion. Aber anyway, es Ja. sieht jetzt mal auf den ersten Blick so ähnlich aus. Ja. Okay. Und da wundert mich dann doch nun wirklich, nachdem du das aufgedeckt hast, gestern Abend hat er wieder live gestreamt auf YouTube und hat sich unter anderem über Erik Sindermann lustig gemacht, unseren Modezar Sinderman, der ja eigentlich sich aus dem Netz zurückziehen wollte, nachdem er bei The 50 ja direkt in der ersten Folge rausgeflogen ist. Da hat er gesagt, ich mache nichts mehr im Netz. Da hat er sich jetzt vorgestern umentschieden und gesagt, ach, noch 2 Wochen Abstinenz muss reichen. Ich bin wieder da. Und hat die ersten Fotos gepostet mit Rolex-Armbanduhren. Ja. Worauf Herr Zies gestern sich nicht entblödet hat, zu sagen, das sind doch eh nur Replikate. Und hat gesagt, das erkennst du daran, das erkennst du daran, such mal bei Google und gib mal ein und so weiter. Und hat dann da gesagt, hier, die Dinger haben irgendwie 200 Euro gekostet und das ist nichts Echtes. Ja. Das ist natürlich jetzt dünnes Eis, wenn er selber sozusagen nicht ganz echten Kleidungsstücken hier sich präsentiert. Naja, aber jetzt kann man ja nicht sagen, dass er das, also ich würde jetzt sagen, ich würde da ihn immer in Schutz nehmen. Hier sieht man das übrigens nochmal. So sehen die normalen Verschlussdinge eigentlich aus. Okay. Kann man sonst zur Not sich auch irgendwo extra nochmal besorgen im Altkleiderhandel oder so. Da gibt es solche, dem einfach, ja, egal. Auf jeden Fall, ich weiß es ja auch nicht und es ist mir auch völlig egal. Hauptsache, es sieht schick aus
Nur es Ja. hat eine gute Qualität und die Farben sind halt original und machen nicht Krebs, weil das ist immer das Problem bei diesen Billigprodukten, dass die sehr ungesund sind und dass sie unter sehr ungesunden Umständen auch noch gefertigt wurden und sowas alles. Deswegen sollte man das nicht unterstützen, aber ich gehe doch davon aus, dass er das gar nicht weiß. Dass du jetzt auf die Idee kommst, dass er praktisch so tun will, als würde er teure, tolle Sachen tragen nein, das glaube ich nicht. Okay. Nein. Gut. Okay, ne, aber es ist gut, dass wir dich hier haben, denn am Ende, du bist ja der Experte für Mode, der Gucci-Experte. Du bist derjenige, der weiß, was Menschen tragen müssen. Und Ja, das stell mal sieht. vor, das hören die Leute von Gucci jetzt, ja. Ja. Dann werden die ganz angestrengt auf mich sein, weil ich ja wirklich gar kein Experte für Gucci bin. Es ist nur so, dass ich sozusagen Familienmitglied bin. Und dafür kann ich nicht mal was, weil ich habe mich ja nicht eingeheiratet. Und mich hat auch keiner aus dem Konzern adoptiert. Insofern, ich bin nur ein Anhängsel, ein trauriges, und habe da Kontakte, die andere Leute vielleicht nicht haben. Aber ich bin auch jetzt nicht wirklich ein Fachmann. Ich kenne mich aus mit der Länge von Baumwollfäden und mit Kaschmirqualitäten, und ich kenne mich aus mit Farben und ich kenne mich aus mit Produktion und alles das. Aber jetzt ein wirklicher Experte bin ich nicht, wie immer. Lass uns noch mal kurz über sein hinter den Kulissen Video sprechen. Also Ja. er war denn in Südafrika prominent getrennt. Wir haben in dem Video übrigens erfahren, dass diese Produktion war, während das Promi-Büßen ausgestrahlt wurde. Das muss gewesen sein. Das war so November, Oktober, November letztes Jahr, oder? Als das Aber gut Promi-Büßen. gemacht, weil dann brauchst du ja das nicht sehen, was du bei dem einen Format gemacht hast, wenn du gleichzeitig im anderen bist. Das ist ja gut. Genau, da hat er übrigens auch noch in dem anderen Video erzählt, dass auch da viel verfälscht wurde beim Promi-Büßen. Man hat Oh. nämlich unter anderem nicht gezeigt bei der Stunde der Schande, wie Olivia Jones ihn umarmt hat. Das hat man bewusst nicht gezeigt. Und sozusagen er so ein bisschen suggerieren wollte, dass Olivia doch mehr Empathie für ihn übrig hatte, als letztendlich in der Sendung zu sehen war. Ja, ich meine, es ist ein Fernsehformat, da sitzen Menschen, das habe ich vorher nicht gewusst, aber das ist jetzt, da sitzen halt einfach Menschen, die schon, weil, sag mal so, es sind mehrere Kandidaten und nicht Ja. jede Sekunde die von denen gefilmt wurde, ist wirklich mörderinteressant. Und deswegen nehmen sich natürlich diese Redaktionen und diese Cutter und diese ganzen furchtbaren Menschen, nehmen sich raus, ich sage jetzt mal, im Sinne des ganzen Formates und aller Zuschauer so zu handeln, dass es möglichst gerecht rüberkommt. Und dabei passieren natürlich für den einzelnen Betroffenen unfassbare Ungerechtigkeiten. Denn er selber sieht sich ja vielfach und vielschichtig, ja, genial performen, und natürlich fehlen immer die wichtigsten Sachen. Das geht ja jedem so. Das ist leider, das ist die Schande dieser ganzen Branche. Und für mich ist das ein bisschen so, also für mich steht das auf dem gleichen Level, jetzt nachdem ich das alles erfahren habe, auf dem gleichen Level wie diese ganzen Kirchenskandale, ne? Dass da also Pastoren oder Pfarrer oder so mit kleinen Kindern rum, das ist ja widerlich und das ist ungerecht und da möchte man wirklich brechen. Und das ist genauso ein Skandal, das ist ja auch mal rausgekommen und wir waren alle fassungslos. Ja, und jetzt zum Beispiel hier Corona-Files, ne? Wir haben gedacht, alles ist in Ordnung. In Wirklichkeit jetzt ganz viele geschwärzte Stellen und jetzt in einer Reihe das auch noch mit Reality. Wo in der Welt gibt es eigentlich noch Gerechtigkeit und Anstand? Das ist So. wirklich. Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also da, am Ende gibt es den Osterhasen gar nicht. Vielleicht kommt das als nächstes raus. Man weiß Der es nicht. Weihnachtsmann hat dicke Eier und Ja. dann kommt alles durcheinander. Dann geht wirklich alles durcheinander. Das möchte ich nicht erleben. Was ich allerdings sagen muss, ist, behind the scenes, ne, Ja. Aber ein genialer Titel. Sag doch mal, wie ja, genial dieser Titel er hat ist. ja neulich schon diesen genialen Satz auch gesagt in diesem Trailer. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Und ja, auf jeden Fall, behind the scenes, was mich wundert ist, behind the scenes ist ja dann ein offizielles Produktionsformat, weil dieser Mitarbeiter da, der da ja gefilmt wurde, ne, die sind ja alle schwer geschult und sowas alles. Und wenn das jetzt total verboten wäre, mit einer Kamera zu Ja, agieren. ich muss kurz sagen, Mitarbeiter, also dieses ist lediglich nur der Betreuer der Lodge gewesen. Also hat nichts mit der Produktion zu Ja. tun, sondern der Betreuer der Lodge, der ihm dreimal am Tag das Essen gebracht hat. Genau, ja, kann sein. Aber jetzt sage ich dir, die sämtliche Angestellte des Hotels, wo die Big Brother-Kandidaten drin sind, ne? Wissen Bescheid, dass die kein Handy, keine Kamera, kein Nix haben dürfen. Und das ist bei dem Betreuer der Lodge ganz genauso. Insofern so richtig geheimnisvoll und so richtig jetzt mal so eine, nach dem Motto, ich mache bei dem Format nur mit, um aufzudecken, ist das nicht. Das muss man ehrlich sagen. Das. Okay. Aber wir schauen trotzdem einfach mal rein. Ich habe noch einen ganz klaren. Wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen. Und ich habe auch die Befürchtung, es steht übrigens mittlerweile unter all seinen Videos drunter.
dass man diese Videos, dass sie urheberrechtlich geschützt sind, was ich ganz spannend finde, weil wenn er heimlich in der Lodge gefilmt hat, hat er doch gar nicht die Rechte an diesem Bildmaterial, sondern wenn dann die Produktionsfirma oder RTL 2, beziehungsweise RTL Plus, und die Produktionsfirma und doch gar nicht er, weil er ja heimlich ohne Einwilligung der Produktionsfirma da gefilmt hat. Also darf er überhaupt dieses Material für sich beanspruchen und sagen, das darf sich kein anderer nehmen? Das ist rechtlich, glaube ich, insgesamt nicht ganz einfach, aber da er ja Armeen von Anwälten hat, die permanent nichts weiter tun, als für ihn zu arbeiten, werden die das sicher besser wissen als wir, die wir gar keine Anwälte haben und nicht mal Anwälte anrufen, auch wenn wir sie haben hätten können. Und ja, also das Ding ist das, dadurch, dass diese Location, ich bin gespannt, was da noch für Filme kommen, wobei ich schaffe es nicht mehr hinterherzukommen, die alle zu gucken, aber Fakt ist, es ist mal etwas, was man nicht bezahlt hat, zu filmen. Und dann als sein rechtliches Eigentum zu nehmen, bin ich mir nicht so sicher, wie Ist das funktioniert. schwierig, ne? In anderen Leuten's Hotelzimmer zu filmen und das zu veröffentlichen und als eigene Location zu verkaufen, ist, glaube ich, nicht okay. Aber bin ich ein Anwalt? Nein, ich bin eine Pfeife, die nur für ein paar Freunde hier mal was sagt. So, schaut's aus. Und wir schauen mal kurz rein. Ich habe so einen ganz kleinen Zusammenschnitt gemacht der ersten Minute, der ersten Minuten. Und was uns direkt auffällt, ist, man möchte direkt am Anfang versuchen, die Produktionsfirma möchte ihn brechen. Möchte ihn direkt brechen, als er in der Location ist. Du Warum? sprichst vom Wasserskandal. Oh Ich mein spreche Gott. vom Wasserskandal. So, Es und da ist habe ich wirklich. gleich zwei so lustige Kommentare übrigens auf YouTube unter dem letzten Video, was ich gestern mit meiner Frau gemacht habe. Ich habe wirklich am Boden gelegen vor Lachen. Aber wir schauen erstmal rein und sprechen dann über das Wassergate. Taschenlampe, weil wir haben Stromausfälle. Dann hier Waschbecken. Hier ist meiner einer. Und Dusche. Die Dusche lasse ich schon seit Minuten laufen, Alter. Ich habe sowas noch nie gesehen. Einfach kalt, Mann. Und das ist das, was ich überhaupt nicht packe, ist kaltes Wasser. Ich packe das gar nicht. Bin da reingegangen, wird einfach nicht wärmer. Und dass ich das Video hier mache, das, boah, bringt mich auch in große Gefahr. Weil das hat noch nie ein Reality-Darsteller gemacht. Behind the scenes, Leute. Behind the scenes. Ich denke auch, die Kamera wird mir bald abgenommen, aber ich wollte euch teilhaben lassen. Ich muss einfach ein bisschen aufpassen. Ich werde überall beobachtet. Überall sind Augen, überall sind Ohren, Leute. Und ich muss sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, weil sonst fliegt man hier raus. Und ich werde die Regeln nicht brechen. Habe ich auch sonst in keinem Format gemacht. Ich habe echt ein bisschen Eierflattern. Michelle sitzt jetzt am Flughafen und fliegt jetzt in diesem Moment los. Das bedeutet, wir haben Ortszeit, so 17, 18, 19 Uhr. Ich habe mein Handy schon abgegeben, konnte noch eine Nachricht an Michelle senden, dass ich angekommen bin, konnte an den Manager noch, an den Basti Mai eine Nachricht senden. Und ich werde es mir jetzt gemütlich machen. Anrufe und so krass, Alter. Wir haben solche alten Handys hier. Solche alten Handys haben wir hier. Es ist so krass, Alter. Wir haben da noch ein iPad gekriegt, dass wir ein bisschen chillen können. Ich hoffe, dieses Video wird nicht gestrikt oder gelöscht oder ich werde verklagt. Das ist das erste Mal, dass ein Reality-Teilnehmer wirklich einen Blick hinter die Kulissen macht und zwar vor der Reise. Die Anreise war echt krass. Ich bin 3 Stunden im Auto jetzt gesessen vom Flughafen und habe dann während der Fahrt erfahren, dass es einen Flughafen in der Nähe gibt, der nur 1 Stunde entfernt ist. Also man betreibt schon von Anfang an diese Psychospielchen, um dich zu brechen, ja, dass du Hunger hast, dass du Durst hast, du kommst an, auch angekommen von der Betreuerin, Betreuerin sehr kühl, sehr kalt und natürlich sehr auf Abstand, weil man darf da keine Bindung aufbauen. So, meine Lieben, ja, kurzes Update, also die Dusche ist immer noch kalt, ich habe mir jetzt eine Jacke angezogen und lange Hose, wollte eigentlich heiß duschen, aber ich habe euch das ja vorher gezeigt, das ist kalt. Jetzt habe ich den Supervisor gerade hier von der Location gebeten, sich da bitte drum zu kümmern, weil es einfach kalt ist. Handyempfang, Katastrophe, überall geht nur Mailbox ran. Also weiß nicht, ob es an dem Schinken liegt oder ob es prinzipiell, keine Ahnung. Man muss auch das Handy die ganze Zeit auf laut haben. Das sind halt die Psychospielchen. Ne? Ruft jemand an, ruft keiner an, geht jemand ran, geht keiner ran. Ist immer das Gleiche, ist in jeder Sendung das Gleiche. Und hier natürlich auch bei Siponta ist das alles immer ein bisschen krasser irgendwie, auch im Sommerhaus war das ja schon sehr mystisch, geheimhaltungsmäßig und so. Wie kann man verlangen, dass das Handy ständig auf laut sein muss, dass erreicht werden kann? Wieso darf er das Handy nicht auf lautlos haben? Stell dir mal vor, er liegt im Bett, es überkommt ihn gerade, er hat Bock und legt selber Hand an sich.
Dann klingelt das Handy, er muss aufhören, die Palme ist nicht mal stramm und was auch immer. Also ein bisschen Intimsphäre muss doch auch, ich meine, er sitzt jetzt 4 Tage lang in dieser Lodge, bevor man in die eigentliche Location zieht. Ich Vier sag's dir ganz Tage. ehrlich, ich bin von Herzen, von der Seele und vom Gehirn her erschüttert über das, was da passiert. Da probiert man ja tatsächlich einen wirklich harmlosen Performer, fast einen Schauspieler, ja, probiert man von Anfang an, zum Beispiel durch Einsatz von extrem viel Geld und komplexen Reisehindernissen, Methoden, ja, probiert man ihn zu brechen. Man hätte auch bei dem anderen Flughafen, klar hätte man. Wie lange ist denn die Landebahn von dem anderen Flughafen? Ah, gut. Wie ist es denn mit den Flughafengebühren bei dem anderen Flughafen? Für was ist denn der andere Flughafen eigentlich gedacht? Wohin fliegen eigentlich Flieger? Und ist es vielleicht so, dass man probiert hat, die günstigste Strecke zu wählen? Aber gut, nein, man hat eins gemacht, man hat gesagt, okay, wir könnten den Mike in seinen Flieger setzen. Zum Zielort fahren. Stündchen mit dem Auto sind wir da. Nein, man hat gesagt, wir gehen zu einem anderen Flughafen. Wir fahren 3 Stunden mit dem Auto, weil ja, man weiß ja, 3-stündige Autofahrten, ganz ehrlich. Ich fahre ganz manchmal nach Köln, ne? Danach bin ich ein gebrochener Mann. Ich sag dir, wie es ist. Wenn ich von Hamburg nach Köln fahre mit dem Auto, bin ich am Ende. Dann bin ich wirklich am Ende und dann erfahre ich auch noch, dass es in Köln ja einen Flughafen gibt, der 10 Minuten von der Innenstadt entfernt ist. Das heißt, ich hätte auch fliegen können, fahre aber von Hamburg mit dem Auto. Ich bin so dumm und ich bin so gebrochen, wenn ich das mache. Und meine Familie muss auch brechen aufgrund meiner Fahrweise. Es ist einfach insgesamt Psychoterror pur. Und was diese kalte Dusche betrifft, Oh es gibt Gottes. keine, das ist falsch, es gibt keine kalte Dusche, sondern man hat mit Absicht. Mit Nein. Absicht, ihm den Zug, ja, muss ja so sein. Ich meine, in dem ganzen Land, in dem Laden, da wo die sind, ist es arschkalt, das hat man gesehen. Er hat extra, ich habe auch Solidarität, auch meine North Face Jacke angezogen. Und man muss ja sagen, Ja, Oktober, habe ich November. gemacht, auf jeden Fall, damit wir da auch auf einem, so mal modemäßig auf einem Level sind. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, dass man da den Zugang zu heißem Wasser mutwillig abstellt, um ihn auch in diese Konfrontation zu bringen, um in dieses Elend, also richtig. Und dann auch noch kalt ihn zu empfangen. Also man ist ja ganz viel kalt, ne? 3 Stunden im Auto mit einer Klimaanlage. Danach dann, ganz schlimm, dieses kalte Wasser. Und dann, nee, Entschuldigung, erst der kalte Empfang und dann das kalte Wasser. Und da merkst du, dass das Ganze in Richtung Eiszeit geht. Ich sag mal, Reality, Klimawandel. Hier ist Schluss mit lustig. Hier ist wirklich, und das ist für mich, es ist eigentlich, was ist einzelhaft? Was ist einzelhaft gegen Was ist sowas? Guantanamo gegen Südafrika und prominent getrennt? Also, Ganz ehrlich, also da wird mancher sagen, dann lieber Guantanamo. ja. Und wir haben, du hast es gerade schon erwähnt, die Kollegin, die ihn begrüßt hat aus dem Team, auch die war sehr kühl. Das zum Thema wieder total unterkühlt und eiskalt. Und dann hat er noch erzählt, dass auf der Autofahrt der Fahrer, der ihn gefahren hat, er ihn wohl so ein bisschen ausgehorcht hat. Ganz komische Fragen gestellt hat, um das direkt im Produktionsteam zu stecken. Ja. Kannst du mir da dieses Vorgehen mal erklären? Ist das so, dass Fahrer gebrieft sind, die Kandidaten auszuhorchen, um exklusive Informationen nochmal ans Produktionsteam weiterzugeben? Natürlich sind die das. Die Fahrer sind gar keine Fahrer, die am Tag 80 € bekommen oder vor Ort einen angemessenen Betrag, wahrscheinlich in Südafrika irgendwas mit 20 € oder so. Nein, die Fahrer sind eigentlich ausgebildete Psychologen. Die kommen alle aus dem MI5-Umfeld, also dem britischen Geheimdienst. Die spielen normalerweise, spielen die auf internationalem Terrain und heben so Spionagenester aus und sowas alles. Und sie haben halt, um sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen, manchmal die Chance, in Reality-Formaten den Fahrer zu geben, um dort die Kandidaten mit wirklich irrsinnigsten Methoden auszuhorchen. Und ich sage dir so Sachen, was die machen. Ich weiß das ja, aber ich habe die ja selber gebrieft. Du warst selber Fahrer mal, Ja, die oder auch? stehen, pass auf, da kommst du am Flughafen an, dann machen die den Kofferraum auf. Um dich schon mal in die Situation zu bringen, dass du denkst, Scheiße, schmeißt der mich jetzt in den Kofferraum oder mein Gepäck? So, dann gucken sie dich eiskalt an und öffnen die Tür im Auto hinten. Und du denkst, als Kandidat, der da ankommt und eigentlich so denkst du, wieso möchte der nicht, dass ich neben ihm sitze? Hat er was zu verbergen? Ist da irgendwas? Ist da in dem Nebensitz, in dem Beifahrersitz irgendetwas untergebracht? Gibt es vielleicht im Fußraum des Beifahrersitzes Kameras? Abhörgeräte, man weiß es nicht. Also sitzt du schon mal hinten drin. Warum machen sie das? Um dich zu verunsichern. Und dann kommt, und das ist das
wo man denkt, es sei ganz normal, aber weit davon entfernt, dann fragen sie dich, nehmen wir an, du bist irgendwo im Ausland. Hello. Also allein das schon, ne? Nicht auf Deutsch, sondern weißt du bringst den schon in eine Schwierigkeit, weil er ja nicht alle Wörter kann und so. Aber egal, sagt er Hello, so, ne? Das klingt ja doch so ähnlich wie Hallo, das verstehst du noch. Und dann, How are you? How was the trip? Und dann sagst du schon, bitte was? Der fragt mich, wie es mir geht, wie die Reise war. Und ob ich auf dem Trip bin. Warum tut er das? Das interessiert ihn doch nicht wirklich. Warum tut er das? Was will er jetzt hören? Wenn ich dann sage, zum Beispiel, oh, it was okay, dann weiß er schon mal, dass es nicht perfekt war und dass ich schon mal angestoßen bin, dass ich schon mal ein bisschen auf Temperatur bin und so. Und während der Fahrt fragt er dann so Sachen, ah, you're from Germany. Weißt du, merkst du? Ja. Du bist aus Deutschland, ne? Da will er sich hintenrum, will er über deine Abstammung, Migrationsthemen, Ausgrenzungsthemen, möchte er so erfüllen, möchte dich in die. Das ist so raffiniert, dieses Volk ist so raffiniert. Und ich würde ganz ehrlich, also wenn ich in so einem Format mitmachen würde, wenn es einen gibt, dem man gar nicht vertrauen kann, dann ist es der Produktionsfahrer. Das sind meistens, also sind auch mal die Menschen, die am meisten Geld verdienen. Also jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt bei Big Brother, so ein Produktionsfahrer bei Big Brother, der verdient das Vierfache von Herrn Lauchs. Locker. Locker. Dann, ich weiß ja noch nicht, ob du es wusstest, Mike Sees ist ein Fuchs im Was war's? Reality-Business. Ein Fuchs. Und Also. zwar gab es mehrere Dinge, die er da preisgegeben hat in dem Video. Zum einen, wir haben gerade noch gehört, hat er seiner noch Ehefrau Michelle ja noch eine Nachricht abgesetzt, bevor das Handy abgenommen wurde, hat es allerdings in der Sprachnachricht deklariert als Hi Dad. Also als würde er seinem Papa eine Nachricht schicken. Es war in Wirklichkeit aber an seine Ehefrau, damit das Produktionsteam, der Fahrer oder wer auch immer nicht mitbekommt, dass er nochmal eine Nachricht an seine Frau abgesetzt hat. Das finde ich, das ist schon richtig raffiniert. Kennst du noch das Heft Mad? Ja, Herbert Feuerstein war Spion, da sehr pass auf, involviert. Spion gegen Spion. Kennst du diese Comics-Reihe, wo immer so zwei, ein weißer und ein schwarzer Spion gegeneinander antreten, die sich dann gegenseitig das Leben kaputt machen? Hier ist das ähnlich. Da tritt jemand mit den gleichen MI5-Fähigkeiten an gegen eine Truppe von MI5-Fähigkeiten-Leuten. Das ist irre, das ist irre, das ist echt irre. Und da Und hat er dann, nämlich am Rücken diese ganzen Sachen, das hat er alles durchschaut. ja, dann hat er aus anderen Formaten gelernt, wo er ja uns immer erzählt, dass durch Schnitte und so weiter, dass man eventuell auch Szenen montiert, wo die Kommentare nichts mit den Szenen zu tun haben. Also Interviewausschnitte, die gar nichts mit den Szenen zu tun haben. Und da hat er sich jetzt was ganz Raffiniertes überlegt. Er hat sich sieben verschiedene Outfits in den Koffer gepackt. Und sagt sich, am Montag ziehe ich das Outfit an, am Dienstag das, am Mittwoch das. Und weiß dann, wenn er die Interviews in der Sendung sieht, von welchem Tag das Interview ist und ob das überhaupt mit der geschnittenen Szene zu tun hat. Das ist wirklich raffiniert. Und weißt du, was es einen zweiten Trick gibt? Na? Wenn du dich die ganze Zeit bewegst, kann man schwer schneiden. Das heißt, wenn du jeden Tag, ja, jeden Tag, nur, also ein Outfit anders, jeden Tag eine andere Farbe, rot, schwarz, gelb, grün, braun, whatever. Ah, nee, braun ist raus. Also eine andere Farbe, egal. Auf jeden Fall, wenn du jeden Tag ein anderes, also anders optisches, optisch dich anders zurecht machst, anderes Dress trägst sozusagen. Und dann permanent dich irgendwie so bewegst beim Reden, weißt du so, dann kann man nicht schneiden. Wenn man sich die ganze Zeit so bewegt, kann man nicht schneiden. Wenn man so sitzt so und redet so, dann kannst du jetzt ja jetzt aufhören zu aufzunehmen. Jetzt ist eine Pause, jetzt rede ich irgendwie in Unfug, rede über Bücher oder sonst irgendwas und jetzt schneidest du wieder ran. Das würde gar keiner merken. Aber wenn du dich die ganze Zeit bewegst und hast immer jeden Tag nur ein Dress an, das ist so raffiniert und da muss ich wirklich sagen, habe ich ganz großen Respekt. Der hat das System Reality praktisch ausgehebelt. Ist so. Das ist so. Dann Ist so. können wir noch was über die Umstände sagen. Also es ist ja so, es gibt dort, wie gesagt, Mitarbeiter, die ihn immer mit Essen und Trinken versorgen, die übrigens im Drei-Schicht-System arbeiten, haben wir erfahren. Dann hat er erfahren, dass die pro Tag 25 Euro oder Dollar, ich weiß gar nicht, was er Hatte sagte, ich gesagt? verdienen. Habe ich gesagt, der Fahrer kriegt $20? Ich war nicht schlecht. Ich lag Ja, ganz gut. und er hat gesagt, der Mitarbeiter aus der Lodge kriegt 25 pro Tag. Klar, er muss ja mehr kriegen, weil er muss ja noch besser ausgebildet sein, weil er ist ja derjenige, dieses Kaltwasserthema zum Beispiel bewusst installiert und ausbadet. Also dann so tut, als würde er irgendwie helfen durch einen Umzug oder so. Also das sind ja so, die arbeiten mit so dermaßen verfickt raffinierten, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Genau, und ein Mitarbeiter ist an dem Tag, wo er da war oder am zweiten Tag, ist entlassen worden aus der Lodge, weil der sich vom Essen und vom Trinken, was eigentlich für Mike gedacht war, hat er sich was genommen, sich in den Rucksack gepackt und für die Familie mit nach Hause genommen. Das ist aufgeflogen und die Lodge hat diesen Mitarbeiter direkt entlassen. Durch eine Flasche Jetzt sage ich Cola, dir ein bisschen was. Essen. Und jetzt sage ich dir was. Das ist das, was man denkt. Die Wahrheit sieht völlig anders aus. Die Wahrheit ist, man hat im Rahmen eines Psychospiels probiert herauszufinden, wie aufmerksam der Kandidat ist, wie konzentriert ist er, wie intelligent ist er, damit man weiß, in welchem Level man ihn, wenn man ihn brechen will, angehen muss. Das heißt, man hat ihm sozusagen vorgegaukelt, sage ich mal, was er zu essen kriegt, hat dann Sachen rausgenommen und dadurch, dass man diese rausgenommen hat, und dann hat man geguckt, ob er das merkt und ob er sich beschwert und wie er sich äußert, ja, weißt du, verstehst du, bist du bei mir? Ich bin drin im Thema, So, ja. und diese, sag mal so, diesen Zwiespalt, dieses Entdecken von gestellten Sachen, da will man auch wissen, zum Beispiel ist er empathisch dem entlassenen Mitarbeiter gegenüber, der jetzt ja nun für sich und seine Familie gar nichts mehr zu essen hat. Das ist ja das Ding, was tut er jetzt? Was tut ein Kandidat? Und daraus erkennt man, wessen Geisteskind er ist. Das ist so. Die sind von prominent getrennt. Die sind so verdammt raffiniert. Und das ist auch echt, muss man sagen, das ist böses Fernsehen, wenn man so hinterm Rücken solche Sachen installiert und dann spielt. Am Ende ist es noch so, die werden ihm irgendwann, werden sie ihm erzählen, dass diese Familie von diesem entlassenen Mitarbeiter, der Essen stiehlt, dass da sich ein Kind von der Brücke gestürzt hat oder so. Das wird ganz, das Ja. wird, boah, das ist so bitter. Dann Dieses ist noch Reality. ganz wichtig der Mitarbeiter, mit dem der jetzt noch da ist, der ihn mit Essen versorgt, der ihm erzählt hat, dass er seine 25 Euro oder Dollar am Tag da verdient. Da hat Mike ihn zum Burgeressen eingeladen. Der hat extra mehr Burger bestellt, damit der Mitarbeiter mit ihm, das sieht man auch in dem Video, wie sie zusammen am Tisch sitzen und Burger essen. Wo sich Mike übrigens noch beschwert hat, weil er gesagt hat, er hat vier Burger bestellt, aber nur zwei bekommen. Das ist natürlich hart. Und dann hat er aber gesagt, weil ihm der Mitarbeiter so leid tut, er hat ihn eines von seinen Marken-T-Shirts geschenkt. Er hatte 10 Stück, hat er davon irgendwie, ich weiß leider die Marke nicht mehr, 10 Stück hat er davon, zwei hat er mitgenommen nach Südafrika und eins hat er ihm geschenkt. Und der Mitarbeiter war sichtlich berührt, hat sich sehr gefreut darüber. Und dadurch, dass er sagt, diese 25 Piepen, die es am Tag da gibt, das reicht doch alles nicht aus. Er schenkt ihm nach der Rückkehr ein, wie nennt sich das, so ein Vlog-Package. Also das heißt, um einen Videoblog zu machen, so was er ja macht mit Kamera und so weiter. Da schenkt er diesem Mitarbeiter Kamera, Mikro etc., damit der selber sich was aufbauen kann. Also da muss ich sagen, Mike. Achtung, da ist es wieder, manches ist nicht so, wie es aussieht. So. Erstens, was ist, wenn der Mitarbeiter das Shirt trägt? Zum Beispiel ist es ein schwarzes Shirt am schwarzen Tag und man schneidet den Mitarbeiter dann in Mikes Kommentare rein, mit Mikes T-Shirt. Erstens, das ist nicht ungefährlich und auch raffiniert, weil es natürlich wieder das Konzept der Produktionsfirma durcheinander bringt. Das Zweite, viel Wichtigere ist, du denkst, er lädt den Mitarbeiter zum Essen ein. Falsch. Okay. Falsch, völlig falsch. Ja. Ja, er bestellt die Burger. Aber hast du gesehen, dass der Burger ihm hingestellt wurde, also auf seine Seite, und er hat nochmal getauscht, weil er nämlich nur testen wollte, ob die vielleicht in den Burger irgendwas reingetan haben, zum Beispiel ein Wahrheitsserum oder irgendwie sowas. Und dann wollte er sehen, und er ist so schlau dann auch, ja, er wollte sehen, ob dieser Mitarbeiter seinen eigenen Burger überhaupt isst. Und dabei hat er noch erzählt, ich habe dem Mitarbeiter sogar den größeren der beiden Burger gegeben. Also hat sich noch als Gutmenschen hinstellen wollen. In Wirklichkeit Ist war er ja das, auch. Hat er gut ja. gemacht, weil der Mann hat ja Hunger und nichts zu essen. Das hat er toll gemacht. Aber ich meine, es ist einfach auch immer dieser Test. Ja, was treiben Sie da? Und stell mal vor, Sie hätten auf den Burger Wahrheitsserum drauf geträufelt und plötzlich fängt er an, alle möglichen Sachen zu erzählen, die keiner hören will. Ja, ist ja so. Die Produktionsgesellschaft will ja nur eins. Die wollen ja nur Content kreieren. Und das möglichst ohne bewusstes Eingreifen derjenigen, dessen Content sie kreieren. Und jetzt ist es schon mal so, dass erstens diese Farbgeschichte installiert ist von ihm. Zweitens hat er gecheckt, ob man ihm irgendwelche Gifte oder sowas unterjubeln will. Drittens hat er sofort dieses Kaltwasserfolter durchschaut.
Also der Mann ist, da muss man sagen, du hast es richtig gesagt, er ist einfach ein Fuchs. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn hier Menschen lachen zum Beispiel und sagen, wir würden uns darüber lustig machen. Ich mache mich darüber Nein. nicht lustig, ich meine das wirklich ernst. Das Und ist Boris, noch nie ein Reality-Kandidat, also es hat noch nie ein Reality-Kandidat irgendwas gefilmt, noch nie, das hat es noch nie gegeben, noch nie. Nee, das stimmt jetzt nicht. Ich habe, ja gut, es gibt ein paar, ja. Egal, noch nie, lass uns dabei, es ist ja auch egal. Es hat noch nie jemand gemacht. Hinter Behind the Scenes hat sowieso noch keiner gemacht, weil wenn nur einer heißt, so heißt, deswegen, also so, Behind the Scenes haben jetzt, aber ist es egal, ist es auch egal. Auf jeden Fall, das ist das eine. Das zweite ist aber dieses System, dieses Durchschauen von diesen Reality-Menschenbrechen-System, das hat noch keiner durchschaut, das muss man sagen. Jetzt pass auf, denn den größten Skandal, den haben wir uns ja bis zum Schluss aufbewahrt. Wir hatten erst den Fahrer, dann hatten wir fast Waterboarding. Dass aber die Produktionsfirma nun wirklich dem Ganzen noch das Krönchen aufsetzt, indem man dafür sorgt, dass Frösche und Vögel und Grillen In einer derart Lautstärke. laut sind. Und da möchte ich dir nochmal einen kurzen Ausschnitt zeigen, weil da ist er wirklich am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Gerade kam der andere Schicht-Supervisor und wir haben ein bisschen gesprochen. So, für ihn ist das eine ganz krasse Erfahrung, hier jemanden zu haben, der in der Öffentlichkeit steht. Zu ihm gesagt, ist jetzt nicht so besonders irgendwie. Hört ihr dieses Geräusch? Die Einheimischen haben Klärungsbedarf. Ich habe immer noch kein heißes Wasser. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Könnt ihr sehen. Es ist laut hier. Keine Ahnung. Neue Situation. Und jetzt zeige ich euch mal, wie laut das draußen ist. Es ist unfassbar. Es ist so krass übertrieben laut. Und diese Frösche hören nicht auf. Und wenn die Frösche aufhören, sind immer noch die Vögel da. Jetzt passt mal auf. Es ist zu krass, Mann. Also selbst wenn du die Tür komplett zu hast, es ist zu krass. Es ist einfach zu krass, Mann. Und vor allen Dingen kommt mir da schon wieder so der leise Verdacht. Mir kommt schon wieder so der leise Verdacht, dass das mit Absicht ist, um dich wieder zu brechen, um dich aggressiv zu machen für die Sendung. Jetzt heißt es, mental stark zu sein und sich auf gar keinen Fall triggern zu lassen, von den Fröschen. Ich hoffe wirklich morgen, dass ich warmes Wasser habe. Ich werde mir jetzt hier eine schöne, was habe ich hier? Eine schöne Zigarre werde ich mir jetzt anmachen, werde mich da raussetzen. Schlafen kann ich eh nicht. Ich habe mir gerade Project X angemacht. Das wurde runtergeladen auf Netflix. Ich weiß nicht, gibt andere Sachen, die spannender wären, irgendeine Serie oder so, aber bei dem Geräusch, du wirst nicht schlafen können. Ich bin gespannt, wie alle anderen untergebracht sind. Also was ich jetzt schon hier so in Erfahrung gebracht habe. Durch meine Beobachtung und natürlich auch meinen geschärften Sinn, den ich immer habe, sobald ich auf Reality bin, habe ich einen sehr scharfen Sinn. Meine Ohren, meine Augen, egal wie kaputt ich bin, die sind sehr, sehr geschärft, die Sinne. Und ich bin der Einzige, der hier ist. Die Betreuer sind nicht mehr da von der Sendung oder irgendjemand. Es sind nur noch Einheimische da. Hier wird im Dreischichtsystem gearbeitet, um auf mich aufzupassen. Es sind natürlich auch überall Kameras, es sind bewachte Leute und so, also Bewacher, Wachschutz sozusagen. Aber dennoch bleibt so ein bisschen mulmiges Gefühl, ehrlich gesagt. Und ich werde kein Auge zukriegen, Mann. Das ist einfach so krass laut. Also ich werde wahrscheinlich das iPad richtig laut machen. Ich habe das jetzt auch schon umgesteckt, damit ich am Bett schauen kann. Ich bin auch noch nicht, ich bin einerseits müde, andererseits beginnt jetzt wieder dieses Aufrechterhalten, ne? Dieses, wann passiert was, wann ruft mich jemand an, wann passiert hier was und so weiter. Es hat auch auf meine SMS, dass hier kein warmes Wasser ist, hat jetzt von der Produktion keiner reagiert. Und Nein. der Einheimische sagte so, das ist echt komisch, dass bei dir kein warmes Wasser geht. Auch der Abfluss macht permanent Geräusche. Also du bist hier die ganze Zeit den Sachen Darf man jetzt mal ausgesetzt. ganz deutlich sagen, liebe Firma Monster,
Wenn ihr da diese Dosen hinliefert und der arme Kerl sich das Zeug reinpfeift, ja, dann kann er nicht schlafen. Und am Ende ist es so, dass er gar nicht weiß, weil es ja auf eurer Dose nicht draufsteht, dass es eure Schuld ist, dass er nicht schlafen kann. Hätte er das Monster nicht getrunken, sondern hätte er einfach eine Colaflasche gelutscht, dann würde ihn auch das leichte Zäuseln, dieses romantische Zäuseln im Hintergrund, würde ihn nicht stören. Aber jetzt kommt's. Ich habe mal recherchiert, ne? In Südafrika gibt es gar keine Frösche. Das kommt alles vom Band. Sind Lautsprecher da aufgestellt Das sind worden? alles Lautsprecher. Okay. Das ist auch da wieder systematisch ist es gemacht, um den Gefangenen zu brechen. Das ist, ich keine Ahnung, Stasi, Nazi, MI5, hoch 5. Das ist nicht lustig. Und immer dieser Lärm, du hast es ja gehört, ein irrsinniger Lärm, der sich natürlich nach der Einnahme von mehreren Dosen Monster noch verstärkt im Gehirn. Da kann kein Mensch halt schlafen. Und wenn du nicht schlafen kannst, das macht man ja so, dann wirst du gebrochen. Und wenn du gleichzeitig noch die Cold Water Folter hast, eine Frog Folter, also Frog Torture, das ist incredible, incredible. It is gar nicht auszuhalten. Es ist von voll crazy, verrückt, ist geisteskrank, die machen die Leute kaputt. Und es sind ja nur noch Einheimische da. Was ist denn das jetzt für eine Zumutung, dass du in Wo sind einem die Redakteure? Wo sind die ganzen Zuständigen? Wo? Dass die in einem Dreischichtsystem ihn bewachen und das machen Einheimische. Einheimische. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen darf. Auf Ey. jeden Fall ist das wirklich skandalös und es ist auch nicht lustig. Ich finde es nicht lustig. Was allerdings Tolles ist, das Calvin Klein Shirt ist echt. Hat nämlich drin dieses geile Kleid, also in der Mütze hinten drin, dieses schwarz-weiße Ding. Das ist cool, das ist ein gutes Ding. Und kannst du mir bitte erklären, warum man, wenn man ihm schon Sachen von Netflix runterlädt, so langweilige Sachen wie Project X und nicht irgendwelche spannenden Serien, wo er sich irgendwie mit vergnügen kann? Oder am Ende Conny Ducks Filme? Ich weiß es nicht. Es sind alles Sachen, es ist alles Torture. This is Torture. Welcome to Torture. Es ist, um Leute zu brechen. Guck mal, stell mal vor, du würdest mich irgendwo einsperren. Ja. Es wäre laut, ich müsste Monster trinken. Und dann würdest du mir einen Laptop geben, wo das Netflix-Logo drauf ist. Dann gucke ich da drauf, ja, und suche sozusagen irgendwie Ablenkung und Glück und Freude. Und dann gibt es da nichts weiter als, keine Ahnung, alte Folgen von Der Preis ist heiß. Dann sagst du auch, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Du meinst, wo Walter Freibald noch lebt. Ja. Ja. So. Ich möchte einen Kommentar, den wir gestern unter dem Podcast meiner Frau und mir, darf man gerne mal reinhören, die Buddies, auch da haben wir ganz kurz Mike thematisiert, weil meine Frau unbedingt noch was dazu sagen wollte, dass er sie ja ganz abscheulich findet. Haben wir von Linus einen Kommentar bekommen und den fand ich so toll, den möchte ich gerne mal vorlesen. Linus hat Folgendes gepostet. Auf YouTube kursiert ja eine Menge Schrott. Aber sowas krass Peinliches wie Mike sees Nölarie aus dem Luxus Wildlife Resort mitten im südafrikanischen Busch ist mir echt noch nicht untergekommen. Da verkauft er den Zuschauern seine Schlafprobleme im Himmelbett als exklusiv enthüllten Psychoterror, so als wäre er in dem Folterknast von Guantanamo entführt worden. Und krönt das Ganze mit seiner Dauerqual darüber, dass aus der Dusche nur kaltes Wasser kommt. Den allergrößten Fremdschämfaktor hat dabei seine fast kolonialistisch anmutende Ignoranz gegenüber einem Kontinent, auf dem weite Teile der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das verzogene Berliner Bürschlein aber stundenlang das Duschwasser in den Abfluss laufen lässt, in der schwachsinnigen Hoffnung, das Wasser würde dadurch warm werden. Der Typ hat offensichtlich 0,0 Ahnung, wie er seinen zweifelhaften Charakter mit immer peinlicheren Szenen in aller Öffentlichkeit inszeniert. Wenn es an diesem Enthüllungsvideo überhaupt was Erträgliches gegeben hat, dann die Szenen mit den Riesenschildkröten, denn in diesen 5 Minuten hat der Vollpfosten am Mikrofon endlich mal die Klappe gehalten. Dazu muss ich sagen, es gibt wunderbare Szenen mit einer Riesenschildkröte, die aber er gar nicht gefilmt hat, sondern dem Mitarbeiter, weil er ja die Terrasse gar nicht verlassen darf, die Veranda, hat dem Mitarbeiter die Kamera in die Hand gegeben und gesagt, film doch mal die Riesenschildkröten. Da sieht man 2 Minuten lang eine Riesenschildkröte. Allerdings wird dabei nicht gesprochen, weil es der Mitarbeiter gefilmt hat. So, möchtest du zu Linus kurz was sagen? Oder ist damit alles gesagt? Ja, also mir tut Linus total leid.
Weil er jetzt da so gegen Mike da argumentiert und das wird ihm nicht gut bekommen, das kann ich dir sagen. Da wird der Die Anwalt kommen. Anwälte. Ganz ehrlich, ich ruder ganz stark zurück. Ich finde das, was er macht, alles super. Ja, ich sehe das, was er da uns auch an positiven Lebensenergie sozusagen dazu gibt. Und was soll ich sagen? Der Linus, also Mensch, hoffentlich geht das gut für Linus. Nicht, Ja. dass Linus am Ende auch ins Gefängnis muss und mit dieser ganzen Einzelhaft, kalte Duschen, laute Frösche-Situation, dass er das mal sieht, wie es ist. Ich meine, ganz ehrlich, keiner von uns war ja, weißt du, wir müssen auch mal uns auf die andere Seite stellen, müssen sagen, guck mal, der Junge ist da alleine eingeschlossen, ja, wird von Einheimischen bewacht. Wer will schon von Einheimischen bewacht werden? Ja. Ich möchte lieber von Einbeinigen bewacht werden als von Einheimischen. Finde ich einen super Witz. Genau. Aber genau, wir können uns da ja nicht einfühlen und wir müssen dem auch, müssen wir auch positiv sein, man darf dem auch nicht zu viel Aufmerksamkeit zukommen lassen, weil das gab ja schon massive Drohungen sozusagen. Das haben jetzt meine einheimischen Betreuer haben gesagt: Mensch, Boris, das ist ja interessant. Du sagst da ein bisschen was Nettes, Lustiges und dann wird das so schnell zu so einem großen Thema. Das ist ja interessant. Da ist ja jemand, der scheint irgendwas, muss man vorsichtig sein mit dem seinem Zustand auch und so, was er da macht und warum. Und das ist ja gar nicht nachvollziehbar. Was ist denn da bloß los? Und wenn alles nur um dieses Format geht, was ist denn in Gottes Namen in diesem verdammten Format passiert? Wir wissen es nicht, wir werden es sehen, wir sind gespannt. Aber, und davon gehe ich jetzt mal aus, hat er denn diese Kamera immer mit dabei gehabt, die ganze Staffel über? Das ist die Weil Frage aller Fragen. das kann ja gar nicht sein. Vor allem filmt er jetzt, also es geht ja bald in diese eigentliche Location, wo alle Paare zusammen sind. Kann er ja nicht. Dann siehst du doch die ganze Zeit, wenn er hat ja nicht, der hat ja keine Knopflochkamera vom MI5. Stimmt. Das könnte sein, dass der Taxifahrer, der Produktionsfahrer ihm die zugesteckt hat. Ich habe übrigens ganz vergessen, Folgendes zu erwähnen. Er hat sich übrigens noch darüber beschwert, dass er sagte, indem er sagte, dass er immer mit weniger Klamotten wieder nach Hause fährt, als er gekommen ist. Weil er die immer verschenkt. Nicht nur das, sondern weil durch diese Spiele, die man dort spielt, die Klamotten teilweise so verdreckt sind, dass er sie wegschmeißen muss. Und jetzt, ich weiß nicht, ob er schon wusste, mein Tipp zu Ostern, es gibt Waschmaschinen. Also, habe ich gehört. Und eventuell auch in Südafrika. Soll ich dir was Eventuell. sagen? Ganz ehrlich, wenn das Sweatshirt, was er anhat, ne? Wenn das jetzt dieses Supreme Louis Vuitton Sweatshirt, also wenn das damals gekauft hat, hätte, in echt, dann hätte er dafür ja 1000 irgendwas Euro ausgegeben. Ich würde das Zeug ja gar nicht mitnehmen. Ich würde einmal vorher zu, keine Ahnung, H&M, Zara, sonst was gehen, da wo es noch ein bisschen nachhaltig 0815 Klamotte gibt. Und dann würde ich mir das Zeug mitnehmen und würde dann damit anreisen. Ich würde halt diese Designer, tollen Designer oder Fake-Designer-Sachen, die würde ich nicht mitnehmen. Ich würde das nicht machen. Also sonst gehen sie nur kaputt. Und diese, das muss man sagen, das ist ja klar. Diese MI5 geschulten Produktionsmitarbeiter, die probieren ja dich mit allem zu brechen. Und wenn du jetzt zum Beispiel dem Fahrer, dem Produktionsfahrer gesagt hättest, hey, look, I have a nice shirt, dann notiert der ja umgehend. Er findet sein Shirt geil, lass uns irgendwas machen, dass sein Shirt kaputt geht. Das machen die. Ja, eben. Ganz ehrlich, die sind unterwegs, um jemanden zu brechen, um jemanden an seine Grenzen zu bringen. Und es hat bis jetzt, glaube ich, keiner in diesen ganzen 20, 30 Jahren Reality, hat es keiner, muss man sagen. Einfach auch Respekt, dem Respekt gebührt, es hat keiner so massiv durchschaut. Selbst ich bin als Experte eigentlich, der das selber produziert hat und so, selbst ich bin ein bisschen erschüttert. Und ich habe es noch glatt vergessen, wo es um das Thema Klamotten ging, hat er doch wahrlich noch Folgendes preisgegeben. Und zwar, wenn die Brandings auf den Klamotten, also die Werbenamen, zu groß sind, auch dann werden ihm die Klamotten abgenommen, weil die nicht on-cam getragen werden dürfen. Es ist wahr. Was ist das? Menschen brechen. Und die Frage ist, die Klamotten werden ihm abgenommen und werden die denn unter den Produktionsmitgliedern verteilt? So, haha, hier haben wir wieder hier und haha, guck mal hier. Es ist schon so, dass also gerade in diesem Luxussegment, das ist ja der Grund, warum viele Mitarbeiter bei diesen Produktionsfirmen überhaupt arbeiten, denn die kriegen ja kaum Gehalt, außer die vom Zu MI5. Recht, zu Und genau, Recht. zu Recht, muss man sagen, bei dem Scheiß, den sie abliefern, das ist eine Unverschämtheit, dass sie überhaupt Geld kriegen. Aber sie leben halt schon davon, dass man den Prominenten ihre Luxusklamotten abnimmt und dass die dann bekommen. Klar, das wollen die ja auch, weil alle den Louis Vuitton Supreme Sweater, den wollen alle gerne haben. Und da ist denen auch egal, ob der jetzt ganz echt oder nicht ganz echt ist und ob da jetzt dieses Bänzel korrekt ist und ob das Ausgang von der Kapuze zum Bänzel, ob das so ist, wie es im Original ist und ob da diese breite Silberdings drauf ist, wo Louis Vuitton draufsteht oder eben nicht, das ist denen egal. Das ist denen völlig egal.
Egal ist mir nicht, dass wir uns morgen am Ostersonntag pünktlich um 18 Uhr live Jawohl, das machen wiedersehen wir. und machen den großen Oster-Ei-Ei-Ei-Livestream. Ja. Und ich möchte dich bitten, dass du eventuell den ein oder anderen Hasen im Hintergrund vielleicht fragst, egal ob als Schokoladenversion oder eventuell auch als Bunny, denn du hast ja wahrscheinlich noch Kontakte zu alten Playboy-Bunnies. Vielleicht kannst du da ein bisschen was organisieren. Also ich werde mir Mühe geben, ansonsten ziehe ich ein geiles Wetter an. Mal gucken, ob ich So. da was finde. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Samstag und arbeiten Anwälte auch über Ostern? Muss ich mich da in Acht nehmen jetzt, oder? Das weiß ich nicht, weil ich weiß nur eins, ich habe ganz bewusst nichts Böses gesagt, sondern ich möchte gerne auch keinen Streit haben. Ich möchte einfach, dass dieses Aufdeckungsding weitergeht. Ich möchte was dazulernen. Ich möchte mich auch ein bisschen probieren zu begeistern. Ich muss sagen, die künstlerische Darbietung des anderen Kollegen, dessen Name mir sofort wieder entfallen ist, Michael. Michael, genau, das würde ich gerne auch weitersehen, was der so macht an Würdest du dir von ihm Ungerechtigkeiten. vielleicht auch gerne mal die Karten legen lassen? Das würde ich auch ganz gerne machen. Ich würde gerne, dass er mir die Karten legt. Ich möchte aber gerne, dass er mich nachmacht und verarscht. Das würde mich sehr freuen, weil das, wenn man das nämlich, das wissen die wenigsten, ne? Wenn man es geschafft hat, dass man verarscht wird, dann ist man bekannter, als wenn man nicht verarscht wird. Dann hat man eine Art Relevanz, ne? Und Das, so sieht es aus. das wäre eventuell das Geheimnis, was wir Mike nochmal verklären müssen, wenn man über ihn spricht, wenn man sich so ausführlich mit ihm beschäftigt, wenn man ihn parodiert. Dann hat er eine Art Relevanz, was ich schon fast wieder erschreckend finde. Naja, auf der nach oben nicht allzu offenen Pocher-Skala von 0 bis 100 kriegt man da ganz schnell den Schritt von der 2 auf die 5. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht Schritt für Schritt. Aber man muss eben einfach dann auch, man muss stattfinden. Das Wichtigste, du weißt ja, wie sagen die Reality-Stars im Fernsehen immer, Sendezeit. Sendezeit. In diesem Sinne, bis morgen.